Jo Leute, Sieden hier am Start und willkommen zu einem weiteren Ersteindrucksvideo. Heute gehen wir wieder rein. Ich habe vor ein paar Tagen natürlich über Windbreaker gesprochen und heute gehen wir rein in den nächsten Titel. Es ist Zeit für Go Go Loser Ranger oder alternativ auch der Titel Ranger Reject. Dieser Manga läuft jetzt auch schon seit einiger Zeit, by the way auch im gleichen Magazin wie Four Nights, wie Eden Zero, wie Rent a Girlfriend, wie Blue Lock und so weiter und so weiter. Also dem Weekly Shonen Magazine. Es ist also auch wieder ein Shonen Titel und der hat jetzt seinen Anime bekommen. Die Folgen kommen immer sonntags auf Disney Plus, also dementsprechend könnt ihr das da weiterverfolgen und das Setting bzw. der inhaltlicher Aspekt dreht sich wieder Richtung Superhelden-Genre, aber das Konzept geht eher in Richtung Megamind oder The Boys-Prinzip. Das bedeutet, man rollt das von der anderen Seite aus auf und zeigt die Perspektive der Antagonisten bzw. die der Anti-Helden, so mäßig. Also die Helden, die offiziell als Helden bekannt gegeben werden und veranschaulicht werden, sind nicht wirklich in der Rolle von Helden, sondern eher nur so scheinheilig. Die Helden hier werden also als Helden präsentiert, aber sind eigentlich pure Arschlöcher. Es wird zumindest ein bisschen in ein realistischeres Szenario gestellt. Deswegen sagen ja auch viele bei The Boys beispielsweise, dass das ein realistisches Marvel wäre. Wenn Superhelden wirklich existieren würden, wie würden sie sich verhalten in unserer Realität? So ein bisschen dieses Prinzip. By the way, The Boys, absolute Goated-Serie. Solltet ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Ich denke, die kennen aber sowieso die meisten schon die Serie. Von daher, ja, das aber nochmal als Empfehlung. Deswegen bin ich großer Fan hier oder habe ich direkt große Augen bekommen, als mir so ein Titel vor die Nase gepfeffert wurde. Ich habe, by the way, auch das erste Kapitel schon vor Monaten gelesen, bin aber nicht weiter darüber hinaus dazu gekommen, weiter das Ganze zu lesen. Deswegen, wie gesagt, ich bin auf dem Stand von Folge 1, von Kapitel 1. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da für den Baba-mäßigen Support und schreibt mir gerne unten in die Kommentare rein, wie ihr dieses Konzept oder dieses Prinzip findet und wie ihr die erste Episode so fandet. Ich muss sagen, dass ich es auch ein bisschen schade finde, dass diese Serie bisher nicht so wirklich Anklang gefunden hat, also generell, auch international habe ich da noch nie jemanden wirklich drüber reden hören. Ich glaube, in dem Magazin ist es auch eine der Serien, die eher untergeht. Ich weiß nicht, ob es auch Leute in meiner Zuschauerschaft gibt, die den Manga lesen oder wöchentlich verfolgen. Wie gesagt, könnt euch ja mal zu Wort melden, falls das der Fall sein sollte. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob das Versprechen oder die Erwartungshaltung, die man jetzt vielleicht am Anfang von dieser Serie hat, dass sich das nicht vielleicht sogar auflöst. Also, dass man auch das bekommt, was man sich hier von dieser Serie verspricht. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass das nicht ganz eingehalten werden könnte oder ein bisschen die Sorge, ein bisschen die Angst hier bei der Serie, dass man mehr davon erwartet oder mehr Potenzial erkennt, als dass es am Ende genutzt wird, so mäßig. Ich hoffe, das versteht man ein wenig. Einfach aufgrund der Tatsache, weil die Serie mehr als unter dem Radar läuft. Auch jetzt wieder auf Disney Plus wird das wahrscheinlich sehr wenige Anime-Fans erreichen, weil Anime-Serien auf Disney Plus, sind wir ehrlich, so gut wie niemanden erreichen, so, also in den meisten Fällen geht das dort einfach unter, ist schade, ist mies, bin ich auch kein Freund von, aber will auf jeden Fall ein bisschen Aufmerksamkeit geben, weil wie gesagt, ich mag das Setting, ich mag das Konzept und es erinnert sehr stark an andere Franchises, die ich ebenfalls in dem Bereich sehr feiere. Also, was haben wir hier inhaltlich? Es gibt eine Art Gesellschaft und wir haben die Helden und die Bösewichte. Die Bösewichte sind irgendwie über der Gesellschaft positioniert und die Helden, die Power Rangers, die Dragon Hunters oder Guardians oder so heißen die. Diese Gruppe hat, ich meine, wöchentlich ein Event, wo sie gegen die Bösewichte fighten müssen. Und das ist quasi so eine Art von Unterhaltung für die ganze Menschheit, für diese gewisse Gesellschaft, die wir dort in dieser Serie eben sehen. Die Bösewichte sind meiner Meinung nach, also zumindest optisch, aber auch von dem, was wir bekommen, nicht mehr einzuschätzen als übliches Kanonenfutter. Die Bosse, die sie vermeintlich mal hatten, sind alle gestorben, aber sie selber sind die sogenannten Dusters, die sich immer wieder regenerieren können. Also anscheinend sind die unsterblich, die können nicht sterben
Und dementsprechend gab es wohl irgendeine vertragliche Abstimmung oder einen Deal, dass man sich öffentlich für diese Gesellschaft immer so positionieren muss, dass man als Bösewicht abgestempelt wird. Das heißt, die Helden sind die Helden und die Bösewichte sind die Bösewichte und dementsprechend hat jeder so seine Klassifizierung, seinen Rang in der allgemeinen Gesellschaft. Dass die Wahrheit dann aber anders aussieht und die Helden eigentlich die Arschlöcher sind und die Bösewichte eher die sympathischen Charaktere darstellen, das ist ein cooles Prinzip, das mag ich auf jeden Fall und wir kriegen hier durch den Main Character, durch die, was ein cooler Name ist auf jeden Fall, vielleicht ändert sich das auch noch, der sich unter anderem natürlich auch Gestalt wandeln kann, also können die alle anscheinend, wenn sie Dinge sehen oder Geschöpfe sehen, sich in alles verwandeln, was sie sehen. Ich weiß nicht, ob das die Regel ist, aber so macht das den Anschein, dass dieser Charakter so ein bisschen aus der Norm raustritt, aus diesem Pakt raustritt und versucht, diese Heldengruppe zu zerschlagen, versucht wieder den Kern seines Traumes zu verwirklichen. Das fand ich sehr, sehr gut. Und zusätzlich kristallisiert sich innerhalb der Gesellschaft, also innerhalb der Menschen, so ein bisschen heraus, dass die nicht alle so angetan sind von diesen sehr positiv wirkenden Helden, sondern auch ihre Favorites unter den Antagonisten finden können. Was es ja einfach gibt, wenn man da mal sich selber hineinversetzt, wird man ja sicherlich auch als Anime- oder Manga-Fan Favoriten haben, die eher auf der Gegnerseite anzusetzen sind, als auf der Protagonistenseite. Ich bin auch ganz ehrlich, Antagonisten sind in den meisten Fällen interessanter geschrieben, interessanter anzuschauen. Bösewichte sind einfach cooler. In den meisten Fällen ist das schon so der Fall. Protagonisten, Hauptcharaktere, gute Charaktere sind meistens nach Norm, sind meistens sehr klischeehaft und Antagonisten sind in den meisten Fällen eher interessanter anzusetzen vom Konzept her. Und deswegen mag ich dieses Prinzip, dass es umgedreht ist und das ist einfach eine coole Richtung. Aber ob das komplett genutzt wird, wie das genutzt wird, das können wir natürlich noch nicht sagen und da müssen wir einfach mal schauen. Wie gesagt, möchte einer dieser dieser gewisse eben aus der Reihe tanzen und diese Gruppe zerschlagen. Wir haben dann am Ende eben auch den Punkt, dass er sich quasi von der Gruppe löst, versucht eine andere Identität anzunehmen, nämlich als Mensch oder so und dann versucht auch als Ranger zu arbeiten, quasi von innen heraus diese Gruppe zu zerschlagen, eine Prüfung jetzt wahrscheinlich in den nächsten Episoden abzulegen und quasi in dieses ganze System reinzukommen. Loser Ranger oder alternativ Ranger Reject nimmt so ein bisschen dieses scheinheilige Heldendasein und verpackt es in The Boys Manier. Das finde ich sehr, sehr geil. Ich erhoffe mir da sehr viel von. Erste Folge ist noch nicht wirklich inhaltlich all out gegangen. Also da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Fokus draufsetzen können, ein bisschen mehr Inhalt noch reinballern können. Ich fand, das war eine stabile Folge. Das war aber keine absolute 10 von 10 Episode. Ich würde allgemein sagen, so vom Gesamtpaket her tendiere ich so zu einer 8. Also ich muss sagen, Windbreaker erste Folge und Loser Ranger erste Folge waren ungefähr auf dem gleichen Level, so vom Enjoyment her, meiner Meinung nach. Und man kann nur sagen, das Konzept ist sehr interessant. Das ist sehr innovativ auch. Sowas brauchen wir auch mal wieder, einfach eine neue Art, eine neue Idee, sowas in Anime-Form zu sehen. Und daraus kann man viel machen, das ist auf jeden Fall cool. Sowas gibt es in der Form auch, glaube ich, noch nicht so krass in Anime-Form. Von daher bin ich da sehr offen für. Also das könnte ziemlich interessant werden, falls es Leute gibt, die den Manga lesen, würde es mich auf jeden Fall interessieren, wie sie diesen finden, wie der sich so macht, ob man das Potenzial von diesem Konzept sehr ausschöpft oder ob es ein bisschen Bait ist, weil das würde mich schon interessieren, natürlich ohne krass zu spoilern. Also, das so ein bisschen zu meinem Ersteindruck zu Loser Ranger. Mal schauen, vielleicht werde ich in den nächsten Wochen noch ein paar Mal darüber sprechen. Lasst mir gerne Support da, lasst mir gerne eure Eindrücke zu Loser Ranger, zu Ranger Reject unten in den Kommentaren da. Und damit sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch was, haut rein und ciao!